Hallo Camping- und Autofreunde. Ich sage euch, was ihr jetzt sehen werdet, das ist echt, echt heftig. Ich habe sie nämlich schon gesehen. Ich wollte bloß schnell die Kamera holen und das Ganze festhalten, wie die Jungs jetzt hier bei mir ins Grundstück reinfahren. Viel Spaß mit diesem Video. Einmal gerade hoch und dann rechts auf die Wiese. Schaut euch das mal an hier. Und das Ganze gibt es nicht nur einmal, sondern zweimal. Hallo Jörg, ich grüße dich. Hey Jörg. So, und hier kommt noch jemand mit Hund. Jawohl, mit Hund. Meine Ehrengäste heute hier, die werden heute bei mir übernachten. Ich habe sie eingeladen zu der Aktion. Ich werde jetzt erstmal ein bisschen kennenlernen. Die drei Jungs da hinten, inklusive Hund, der muss an der Leine bleiben. Genau. Wegen. Hi Hund. Wegen meiner Katze, die hier oben rumstreunert. Genau. So, ich mache die Kamera gleich wieder an, wenn ich mehr Bescheid weiß. Die wissen noch gar nicht, dass ich die Kamera wieder eingeschalten habe. Ja, wir haben uns jetzt hier bestimmt 2 Stunden schon unterhalten über alle möglichen fachlichen Sachen und allgemein. Das ist so krass. Also ich werde jetzt mal ein paar Dinge noch mal fragen, die ich schon weiß, aber damit ihr das auch erfahrt. Also schon heftig. Das ist eigentlich das Heftigste, was ich bis jetzt gesehen habe in diesem Bereich. Aber ich will gar nicht so viel vorab sagen. Wir gehen am besten mal zum Jörg. Ich heiße ja auch Jörg und er heißt auch Jörg. Jörg ist ja derjenige, der mit mir die ganze Zeit Kontakt hatte. Jetzt muss ich den Kai natürlich unterbrechen hier. Hi Kai. Wir quatschen wieder viel zu viel. Hallo. So, da ist nämlich auch eingetrudelt, no. Weil ihr kennt euch schon vom Frühjahr, stimmt's? Wir kennen uns schon vom Ich habe das gebaut. Er hat das mitgebaut. Du hast es gebaut? Klar, deswegen geht's dann kaputt. Naja, eigentlich hält es ja ganz gut, wir sagen ja gleich was dazu. Bei den Strecken, die er fährt, habe ich eigentlich gut gebaut. Ne? Ja. Er reitet plus das Material runter wie Sau. Bei 3.500 Kilometer oder wie viel weiß er jetzt gerade? Ja, jetzt bei dieser Tour 3.500. 3.500, seit wann? Seit Mitte Mai, 19. Mai, glaube ich, sind wir losgefahren. Seid ihr losgefahren, ohne eigentlich festes Ziel zu haben, einfach quer durch Deutschland, ja? Mehr oder weniger, ja. Ich muss mal ein Riesenlob aussprechen, weil ihr könnt es vielleicht euch denken, er hat so ein bisschen eine Sehbehinderung. Das hat er nicht schon immer gehabt. Und zwar hast du einen Betriebsunfall, ne? Ja, ich hatte einen Arbeitsunfall, ja. Genau, warst du dann schon fast blind und durch eine OP hat man das wieder einigermaßen herstellen können, aber nur teilweise. Und seitdem bist du halt unterwegs, weil du genießt jetzt dein Leben, ne? Genau. In vollen Zügen und das ist wirklich bewunderungswert, dass du das machst. Also ich habe jetzt den Vorteil, ich muss nicht arbeiten. Ja, klar. Aber und da musst du erstmal einen Kollegen finden, der nicht arbeiten muss, weil er auch einen Arbeitsunfall hatte, ihm sieht man zwar nicht so. Ach so, du hast auch einen. Ja. Ihr habt euch deswegen er hat sich auch entschieden, dann auch nicht mehr zu arbeiten. Und mit dem also ihr habt so ein Riesenleid. Ich will auch keiner mit euch tauschen, bin ich mir sicher. Ja, aber ihr macht das Beste draus und das finde ich so bemerkenswert. Szenenwechsel. Ich war unzufrieden mit der Aufnahme von gestern. Erstens war es viel zu lang, über 30 Minuten. Wir müssen das ein bisschen kürzer machen jetzt. Und zweitens standen hier im Hintergrund ein paar Jungs. Der Kai war der lauteste und das war einfach zu laut. Ich möchte ja gerne kurzweilige und gute Videos produzieren. Deswegen machen wir das Ganze heute nochmal. So, wirklich schön, wie das jetzt hier aussieht. Ich sitze direkt unter diesem, wie sagt man dazu, Dachzelt. So ähnlich, oder? Weiß ich gar nicht. Ja, ist ja egal. Wir haben noch keinen Namen dafür gefunden. Also. Ja. Na, ist ja egal. Aber wir sind jetzt ja alleine und es ist auf jeden Fall jetzt, angenehmer zu reden. Und die Zuschauer verstehen uns besser. Wir sind gestern an der Stelle, wo ich das Video geschnitten habe, hier stehen geblieben. Und zuerst haben wir hier dieses Fahrrad kurz erklärt. Das gehört ja dir, Andreas, stimmt's? Ja, genau, das ist in der Basis ein Fahrrad, ein Liegetreieck von der Firma HP. HP Velotechnik ist in dem Fall ein Scorpion FX FS 26, ist vollgefedert. Und für diese Tour ist das entsprechend modifiziert. Es ist ausgerüstet mit einer Solarzelle und das Hinterrad ist verkleidet. Ja. Also der standardmäßige Fahrradschutzreifen, also nicht Fahrradschutzreifen, was eigentlich Schutzblech, ja, das hast du jetzt weggemacht. Das habe ich abgemacht, weil das immer bei Dreck schnell schleift oder sowas. Damit habe ich dem Hinterreifen jetzt durch diese Verkleidung mehr Raum gegeben. Ja. Und die eigentlichen Satteltaschen, die man sonst so dabei hat, die sind dann trotzdem noch da drin. Ach, die haben wir gar nicht gestern gefilmt. Nee. Gut, dass wir es heute nochmal neu filmen. Die sind jetzt da drin, da kann man, also ich habe dann hier noch Stauraum, da kann man sozusagen mal schauen, was man dann so hat. Hier ist in dem Fall in dieser Satteltasche der eine Akku drin. Ja. Und hier habe ich noch Stauraum. Hier in dem Fall ist das Fahrrad noch die Dusche, die man da sieht. Okay. Wir dabei haben hier hinten das Stauraum, da habe ich also. Genau, wir müssen aber bedenken, dass wir das Video ein bisschen kurzer fassen als gestern. Wir gehen jetzt gleich mal zur Anhängerkupplung.
hast du ja schon angehangen. Das ist ja jetzt hier unten so ein Gelenk, genau. Kugelgelenk, ne? Kugelgelenk, unten ist das gesichert mit der Flügelschraube. Hier, das ist die Kupplung von der Bremse für den Anhänger. Also du kannst vorne bremsen und dann wird über diesen Mechanismus dieser Hebel betätigt und dann ist dein Anhänger gebremst. Genau. Mittels Trommelbremse, stimmt's? Genau. Das hier ist ja selber gebaut, sieht man ja, und das ist Glasfaserkunststoff. Genau, und da und hat man dann nochmal eine zusätzliche Federung. Ja. So. Das sind die Blinkerkabel, also es sind Blinker vom Fahrradrück bis in den hinter den Anhänger geführt. Schön. Wie viel Watt hast du hier? Hier drauf vorne sind 215 Watt Nennleistung. Haben aber auch schon 250 Watt rausgeholt. Und da hinten dann nochmal? Die hintere hat 235 Nennleistung, haben wir auch schon 280 Watt rausgeholt. Genau. Und damit kommt man bei Sonnenschein komplett autark komplett zurecht. Komplett autark aus. Ich sage mindestens 50% Sonnenschein. Und dann kommt man so 50 bis 80 Kilometer weit. Und die Akkus sind am Abend so voll wie morgens. Wahnsinn. So, jetzt zeig uns mal, wie man hier einsteigt. Ja. Da das Tretlager überhöht ist gegenüber der Sitzposition, ist es schwierig, jedenfalls für mich, von vorne einzusteigen. Das war dann gleich von Anfang an klar. Also ich klappe mein Dach auf und muss den Fuß hier dazwischen setzen. Deswegen habe ich hier keine Platte zur Ablage. Gehe ich hier vorne rein. Sieht ein bisschen kompliziert aus. Ne, sieht es eigentlich nicht. Du hast es voll im Griff, aber du machst es ja schon eine Weile. Ja, ja. Das ist für mich und dann hier sitzt du im Flugzeugcockpit, kann man fast sagen. Gestern hat man das besser gesehen, da war dein Smartphone noch drin. Ja, genau, das habe ich jetzt noch nicht drin. Du hast ja hier ein Smartphone mit Navigation. Ja, Navigation in der Mitte, das habe ich dann immer im Blick. Hier habe ich einen Wattmeter, da sehe ich dann, was die Solarzelle lädt. Ja. So wie der Akkustand ist. Und wenn ich jetzt mit dem hinteren Akku aus dem Anhänger fahre, dann sehe ich hier den Zustand, wenn es dann an ist, wie die Voltanzeige ist und gleichzeitig kann ich dann sehen, wie die Voltanzeige von dem Akku vorne ist. Okay, hier war noch eine Hube, stimmt's? Hier ist noch eine Hube. Warte, ich gehe weiter weg, die ist laut. Ja, eine Klingel. Und das hier daneben ist nochmal so eine Ladestation. Eine Ladestation, da ist jetzt auch die Hupe, die ist elektrisch. Und dann habe ich auch die Ladung für das Handy vorne dran sitzen. Genau, dieses Gestell habt ihr ja selber gebaut und das ist dasselbe Material wie auch bei den Wohnwegen hinten. Ja, genau. So 2 cm dicke Aluprofile mit so Nut. Löchern, man wo man das hier so versteifen kann. Stirnseitig sehen, wie das aussieht. Ja, genau. So, und der Nudenstein ist genau dieser Nut geformt, hat noch einen kleinen Steg in der Mitte, hat eine Federplatte unten drunter. Ja, und das sind die Nudensteine. Und je mehr man dran baut sozusagen, wird die Oberfläche von diesem Profil geschlossen und kriegt noch eine zusätzliche Steifigkeit. Ja, schön. So, das sollst du dein Fahrrad gewesen sein. Obwohl, nee, hier unten hast du ja noch den Barfangmotor. War der dran oder hast du den hingebaut? Den haben wir dann dran gebaut, ja. Also das Fahrrad hat original keinen Motor? Nein. Habt ihr mit Barfang nachgerüstet? Zeig mal nochmal von der Seite, wie das hier aussieht. Und das hat auch problemlos alles so funktioniert? Das hat problemlos, das alte Tretlager raus, das neue dann da rein. Und Schaltung hast du von? Schaltung habe ich hier, Rohlaufschaltung. Aha, die 14 Gang, ne? Und 14 Gang, ja. Und damit kommst du mit diesem Gespann jeden Berg hoch? Bisher bis 20% hat das funktioniert und Schotter, ja, das kann man manchmal nicht so messen, wie steil das ist, aber das habe ich auch geschafft und durch Matschwege kommen wir auch ganz gut durch. Du hast ja jetzt den Nachteil gegenüber deinem Freund, dass du hier ein Dreieck hast, also hinten ein Fahrrad. Und da genau. Wollen wir jetzt gleich mal rüberschwenken. Jetzt bist du dran, Jörg. Ja. Du hast ja hier ein ganz anderes Konzept, nämlich ein, wie nennt sich das überhaupt? Quatsch. Ja, Liegequad. Also ein vierrädiges, Fahrrad praktisch. Von Velomo, stimmt's? Von Velomo, ja. Wobei das auch sehr viel modifiziert ist. Also die Plattform, also das Fahrgestell und so ist mehr oder weniger von Velomo. Der Rest ist dann angebaut. Ja. Der Kai hat es gestern schon gesagt, es hat er ja so ziemlich gebaut. Es war eins der Prototypen, oder? Ja, genau. Das dient jetzt, ist auch die Erfahrung, die wir auf Tour hatten, fließt noch in die weitere Produktion, Basisproduktion ein. Das hat auch andere Bremssysteme. Also hinten hat das Scheibenbremsen, und ein Differential drin, das brauchen wir auch beim Quad, damit die Räder unterschiedlich schnell drehen können. Okay. Vorne sind Trommelbremsen, jeweils die Trommelbremsen sind gekoppelt, sodass ich am Anhänger gar keine Bremsen brauche, weil das völlig ausreicht. Und ja, dann ist das halt noch verkleidet worden, hat die gleiche Solarplatte wie hier bei Andreas auch drauf. Und eigentlich auch die gleichen Akkus drin, Motor ist auch identisch. Und nur deine Einstiegsvariante oder du musst halt anders einsteigen, dein Dach geht nicht hoch. Überlegen, wie man das macht überhaupt, dass man so eine geschlossene Fläche kriegt, weil dies kann man auch noch hoch machen, wie man hier einsteigt. Und dann ist mir eingefallen, die einzige einfache und sinnvolle Möglichkeit ist eigentlich,
Das macht man hier so ein bisschen auf, dann ist hier eigentlich nur ein Profil verbunden über so ein U. Jetzt geht es ein bisschen schwer gerade, man verklemmt das. Das ging gestern auch schwer. Ja, aber das ist auch mit Absicht so, das soll ja bei der Fahrt auf sich nicht, dann kann man einfach hier wieder zumachen. Also du hast es auf jeden Fall aus meiner Sicht deutlich einfacher, würde ich sagen. Ja, das ist... Das hat einen Vorteil, dieses Quad. Nicht nur mit dem Einsteigen, sondern wahrscheinlich auch insgesamt, was das Fahrverhalten betrifft. Genau, ne? Und das kann man jetzt schließen, je nachdem, wie es regnet. Regnet es doller, dann kann man das an verschiedenen Senken mit Tenax-Verschlüssen festmachen. Und letztendlich die Maximalposition ist dann die, dann wird man dann gar nicht mehr nass. Cool. Und die Seiten kann man natürlich auch zumachen. Die eine Seite ist ja hier zugemacht. Das hängt jetzt hier nur zum Trocknen, stimmt's? Das ist meine Wäscheleine. Ja, schaut euch mal. Die Wäscheleine ist hier ganz speziell. Die geht nämlich hinten noch weiter. Und das sind lauter spezielle Haken dran, wo man die Wäsche windsicher fixieren kann. Planen Klemmverschlüsse, da kann man auch eine Unterhose oder sonst was anklemmen, ohne dass sie nachher wegfliegt. Und das trocknet natürlich bei Fahrt am besten. Ja, nur, dass sie in die Sonne hängen. Bei der Sonne, die wir jetzt haben, bei der wenig Sonne, ist das schwierig. Ja, ohne dass die Unterhose den Hinterfahrenden ins Gesicht fliegt. Ne? Genau. Aber wobei, ihr habt ja den Anhänger dahinter, da bleibt das dann hier dran kleben. Ja. Wir haben jetzt vielleicht noch mal zu der Anhängerkupplung. Das sind hier normale Gelenkköpfe, das kann man jetzt gar nicht so gut sehen. Doch, man sieht es hier unten. Angekoppelt ist, was wesentlich stabiler ist als zum Beispiel eine Kupplung von Weber oder sowas. Ja. Das ist alles Metall, das geht nicht kaputt. Das hat auch der Kai bei seinen Dreieck dran gebaut. Das hatte ich schon mal im Detail gefilmt. Wer sehen und will. Und ist ganz preiswert. Ja. Ist nämlich nur eine ganz normale Schraube und ein Gelenkkopf kann man einfach so im Internet kaufen. Und das kann man auch, die Deichsel bewegt sich ja auch in die Richtung, weil das hier drin so gelagert ist mit dem Kugelgelenk. Genau, man kann das also halt um ungefähr 45 Grad schwenken, jeweils in jede Richtung. Ich glaube, darüber müssen wir mal noch ein separates Video machen irgendwo, um das mal im Detail zu erklären, weil das wirklich, ich finde das auch gut. Die Stützen sind dann auch die gleichen Profile, die wir haben. Die kann man dann einfach hier locker drehen, da ist der Nutenstein runter und da kann man das einfach hier hochziehen. Dann kann man das eigentlich stufenlos verstellen. Das ist eigentlich auch total cool. Und das habt ihr auch selber gebaut, so, ja? Ja, das ist ja ganz einfach. Ja. Und dann kann man den Anhänger im Prinzip auch noch hochheben, ein Stück, um ein bisschen Druck drauf zu kriegen. Fertig. Und das hält mit dieser kleinen... Ja, das hält bombenfest. Okay, so, das sieht jetzt hier genauso aus wie beim Andreas. Also dieselbe Solartechnik, ja? Ja, genau. Hier sind dann nochmal die Blinker, Rücklicht. Genau. Ersatzreifen schon etwas abgefahren. Ja, die sind eigentlich nur da, falls jetzt noch mal was Mantel reißen, wir kein Fahrradwagen finden. Genau, jetzt gehen wir, bevor wir das hier im Detail zeigen, wie es drin aussieht, noch mal auf das Dach ein. Das ist ja jetzt die Seitenwand von dem und dem. Richtig, und das habt ihr ja bewusst so gemacht, dass man die dann nebeneinander aufstellen kann. Das sind jetzt praktisch die einzelnen Seitenwände. Man stellt sich dann so hin. Man kann die hier noch mal lösen, dass es hier eine Überlappung gibt. Und dann werden die hier noch über den hier zusammengezogen. Ja. Die werden hier einfach reingeklickt, dann kann man die zusammenziehen. Und dann zieht man die so zusammen, dass die beiden Profile, die stehen jetzt ein bisschen weit auseinander, weil jetzt kein Regen zu erwarten war, sich gegenseitig verklemmen. Das heißt, man braucht da keine Stange, das ist dann frei schwebend und dann kann das hier nicht wegdrücken, weil die Anhänger, die drücken sich nicht weg. Sehr cool. Und hier kommt dann noch eine Plane dran. Und dann hast du. Hier haben wir jeweils immer Halbsegmente, also vier Halbsegmente für beide Seiten, zwei. Und die kann man in der Mitte noch verbinden. Die sind hier an den Profilen, kann man die einfach anklicken. Da haben wir auch diese Tenax-Verschlüsse, LOX oder LOXX oder Tenax-Verschlüsse, die sind im Cabrio-Bau, Persenning-Bau und so bei den Seglern eingesetzt werden. Ja, und dann hat man hier eine schöne Wohnzone. Ich würde sagen, gut 4-5 Quadratmeter insgesamt. Ja, mit das sind ungefähr 2x2. 2x2, 4 und dann auch die Wohnfläche, also hier von dem Wagen. Ja. Und hier gibt es sogar noch einen Schornsteinausgang für euren Edelstahlofen, ne? Genau. Da ist mal ein Schornsteinausgang. Ah ja, kann man ja so sehen. Ja, den kann man dann auch so. Ja, man kann sich's vorstellen. Also da geht das Rohr durch, ist alles ein bisschen in Abstand gebaut, das nicht anpackelt. Ja, da sind ja 500 Grad, da darf natürlich hier, da sind Luftschichten dazwischen und das wird dann fixiert. Und dann haben wir hier einen Holzofen und wenn wir draußen, weiß ich nicht, wir hatten das als Beispiel nur mal draußen 6 Grad, die Planen sind dran, hast du hier mit dem Holzofen innen drin schöne 25 Grad, da wird auch genug belüftet, weil ja genug Luft unterm Anhänger kommen kann. Mhm. Aber durch die Isolierung hier oben bleibt die Wärme ziemlich drin. Ja. Wie nennt sich das nochmal? Ja, das ist Everzote, das kann man bei Extremtextil bestellen. Das ist eigentlich ein sehr hochwertiger Schaumstoff, der für Outdoor-Isomatten verwendet wird. Ja, hier sieht man das auch nochmal, das ist so. Ja, der Vorteil ist, es gibt halt 4 mm, 10, 20 und was, hier sind 10 mm bei drin und hier ist 4 mm nur als Bodenabdeckung, so ein bisschen als Schutz. Das ist relativ leicht und es ist vor allen Dingen sehr reißfest. Das ist
da kann man mit dem Fingernagel dran rumkratzen. Da, wenn man da Schrauben durchmacht, ist das eine Dichtung. Mhm. Ist ja ähnlich, so ein bisschen wie Moosgummi. Ja, das kann man ja noch mal kurz sagen, hat man gestern auch gesagt. Ja. Ihr habt ja jetzt nur diese Profile ringsrum. Genau. Dann ist dieses Dämmstoff, was gleichzeitig genau. Dichtung ergibt von und Dämmung. Die Profile aufgesetzt, dass es gar keine Wärmebrücken gibt, also Kältebrücken, besser gesagt. Oder auch sehr gut. Und dann ist oben einfach diese LKW-Plane, in Meter Ware drüber gezogen. Und wir zeigen es noch mal hier oben am besten oder hier an der Seite. Und dann sind diese Nutsteine mit den Schrauben dran, ja? Die Nutsteine sind hier reingesetzt, dann haben wir sozusagen die Madenschrauben reingedreht. Ja. Damit, wenn jetzt einmal die Ewertsrute und so draufsetzt, dann findet man ja nachher den Nutenstein nicht mehr. Also ja, das stimmt. Erst die Madenschrauben da rein, dann kann man gleichzeitig diese Ewertsrute da drüber stecken. Ja. Dann muss man vielleicht mal ein bisschen anpieksen, dann zieht man da drüber, dann ist das schon mal fixiert. Und dann kommt dann die LKW-Plane drüber, um mit der Schraube das fest sozusagen. Und dann hat man auch gleichzeitig die Dichtung zu dem, die Schrauben zu dem Profil. Und also man braucht keinen zusätzlichen Stichstoff, man braucht nichts mit Silikon oder sonst irgendwas, brauchen wir alles nicht, braucht das auch nicht verkleben. Völlig ja, ein Nachteil, aber ihr seht das als Vorteil wahrscheinlich, es ist kein Fenster drin. Ja, wir haben es mit Absicht nicht gemacht, das Fenster, weil wenn man ein Fenster drin hat, wissen die Leute sofort, dass es ein Fahrradwohnwagen ist. Das wollten wir nicht unbedingt, weil die wird die Neugier geweckt, da wird dann nachts dran gerüttelt und gezogen und reingeguckt oder was auch immer. So denken die Leute, wenn wir stehen, je nachdem, wo wir stehen. Wenn wir am See stehen, sind wir die Wasserbehörde. Wenn wir durch die Stadt fahren, sind wir spezielle Werbung für die Grünen. Oder Bimmelbahn wurden wir schon benannt. Und Eiswagen und Ziegentransporter. Ja. Und wird das dann nicht recht warm? Nein, ja, das ist gut isoliert. Wenn man nachts schläft, ist man so unten. Ja. Dann kann man die Klappe ja auch noch ein bisschen. Wir lassen die denn, da gibt es ja noch, wir bauen da noch so einen Einraster. Mittlerweile hält es auch so, dass man die Klappe einfach so auflässt. Dann ist hier im Prinzip in dem ganzen Bereich und unten hier, sagen wir mal, ein 5 bis 10 cm Spalt, wo schön Luft reinkommt. Okay. Man hat auch wenig Probleme mit Kondensat da drin, weil das halt gut isoliert ist. Dann ist das. Ja, glaubt man kaum, ne? Aber ja, man glaubt es kaum. Ich war mir auch nicht ganz sicher, also als wir den gebaut haben, ob das funktioniert, aber es funktioniert. Aber Lüftung können wir immer noch einbauen, wenn wir wollen. Aber bis jetzt haben wir die Notwendigkeit nicht gesehen. Ja, und okay. Wir haben ja alle Temperaturbereiche fast durch. Also von 35 Grad, also von ungefähr Nachttemperaturen von über 20 Grad bis Nachttemperaturen von minus 5 Grad. Und es war bis jetzt immer dicht, wenn es geregnet hat, oder? Ja, war immer dicht. Also ja, also gut. Interessante Bauweise. Wir können ja mal jetzt hier innen noch ein bisschen schauen, wie das so hier drinnen wirkt. Also man hat ja jetzt natürlich keine stabilen Wände, man kann nur die Rahmen nutzen, aber da kann man ja alle Hand dran machen, wie zum Beispiel dieses Gepäcknetz für Klamotten. Da hinten ist eine Tischplatte, die kann man rausnehmen. Ja, also jetzt momentan jetzt hier, das ist sozusagen die, natürlich nicht die Variante, um drin zu übernachten, so wie es jetzt ist. Jetzt ist es eigentlich für den Transport oder für das Fahren fertig gemacht. Also die meine Beladung ist eigentlich hinter der Achse. Das läuft dann besser für das Dreirad. Ja. So, hier drin ist eine Essensbox, die Cola-Kiste ist unsere Toilette. Und ja, da sind noch die Zeltplanen. Warte, bevor du weiterredest, das hast du jetzt ganz kurz angeschnitten. Das Blaue ist eine Toilette, stimmt's? Ja, nee, das Rote ist jetzt, eine Toilette. Ja, meine, ja, rot, klar, die Cola-Box. Weil ihr hattet keine gefunden gerade, war ausverkauft und habt ihr euch selbst eine gebaut. Universal, ja, wir schauen jetzt mal hier rein. Du bist jetzt ausgestattet, in der, hast extra so gelassen, ne? Für die Liege. Ja, da kann man das jetzt machen. Da kann man hier die Füße drunter stecken. Genau, die Füße passen da runter, man kann sich gut drehen. Wie viel Platz hast du hier drin? Oder habt ihr, ja dieselben Anhänger gebaut? Ich kann mich mal reinlegen, dann siehst du das. Ich bin jetzt nur 1,77. Also 1,77? Ja, viel Platz. Und von der Breite hast du innen drin? Na, hier hinten ist ja schmaler, hier sind so ungefähr 63, glaube ich. Ja. Und hier vorne ist es ja breiter, weil wir hier den Eingangsbereich, also hier ist ja der Radkasten im Prinzip in dem Bereich. Es geht aber weiter durch, da haben wir hier noch Staufach. Und auf der anderen Seite haben wir das auch komplett durchgezogen. Das heißt, da wo das Rad nicht ist, ist überall Staufach. Da kommen also noch so 100 Liter Staufach dazu, ungefähr, okay, die hier untergebracht sind. Ja, und dann kann man hier wunderbar liegen. Also man hat hier wirklich sehr viel Platz. Na, man kann hier direkt, keine Ahnung, Wecker, Handy, sonst was. Hier haben wir natürlich so Halterung, naja, ein bisschen Ventilator und hier noch Halterung fürs Handy, da kann man dann schön Fernsehen gucken oder was auch immer. Und hier ist die Elektronik, da gibt es dann halt, ja, jetzt sieht man es gar nicht, ach Quatsch, muss ich mal noch lernen, welcher Stecker was ist. Rotlicht. Ja, das ist normales Weißlicht, dann gibt es Rotlicht draußen, dann gibt es hier verschiedene USB-Anschlüsse bis High-Power-Station mit USB-C, wo man Apple MacBook laden kann. Das wird alles von Solar betrieben. Das ist übrigens der Solarladeregler, ein ganz kleines Teilchen. Okay. Da kann man dann immer sehen, wie viel Spannung ist,
Und das ist so eine USB-Box, wo man alles mit 12 Volt anschließen kann. Und die 12 Volt kriegen wir eigentlich aus dem Fahrradakku. Da ist ein Step-Down-Wandler drin, der von zwischen 30 und 60 Volt oder 70 Volt runterregelt auf 12. Das kann man dann hier sehen. Und der hat ja bis zu einer Belastung von 300 Watt. Das reicht ja völlig aus. Ja, ihr seid ja auf jeden Fall erfahrene, ich würde mal sagen Profis in dem Bereich. Ja. Und ihr könnt auf jeden Fall den Hersteller, und du hast ja gestern gesagt, du hast sogar eine Brio-Entscheidung bekommen. Wie heißt das? Eine Pinion. Ja, Pinion, genau, weil Pinion, die sind ja begeistert von der Variante, wie du das hier machst. Du hast ja keine Roloff, du hast eine Pinion. Genau. Und die hast du wo verbaut? Ja, das ist, kann ich dir zeigen. Ich weiß gar nicht, ob man das so gut sehen kann. Als der Akku davor ist, hier eigentlich, da dieses Zahnrad hier und die Pinion ist dieses Teil hier. Ach so. Und die Pinion ist so verbaut, Das ist ja normal ein Tretlagergetriebe. Ja, es ist ja normal ein Tretlagergetriebe, wo Pedale dran sind und Pedalarme hängen. Und die sind abgebaut und dann geht halt ein Zahnrad, ist halt das, was normal an der Pinion dran ist, das geht nach hinten. Also das macht den Abtrieb und das, um jetzt von vorne die Kette raufzunehmen, da ist auf den einen Pedalarm noch ein zweites Zahnrad gesetzt. Klingt alles kompliziert für mich. Ist ein Zwischengetriebe, so nennt man das. Ja, und Pinion bietet das ja normalerweise so noch nicht an. Und ihr seid jetzt die Tester, ob das jetzt so gut ist, weil das macht ja natürlich Sinn. Ne? Ja, die haben halt erfahren von Velomotor, dass ich da viel fahre. Und das war für die natürlich interessant, weil ich es hoch belastet habe. Ja. Und die nehmen das jetzt gerade auseinander nach 20.000 Kilometer ohne jegliche Pflege, ohne Wartung, ohne Ölwechsel, ohne alles, wie es innen drin aussieht. Aber ich bin davon überzeugt, dass es noch sehr gut aussieht. Sehr schön. Ich finde die Vierrad-Variante eigentlich ziemlich cool. Ja, du hast ja schon die Vorteile erklärt. Man kann nicht so schnell umkippen, hast du gestern gesagt. Du hast eine bessere Bremsleistung. Was waren noch die Vorteile? Hast du ja noch ein paar gesagt? Du hast ja das Dreirädige. Man kann einfach besser um die Kurve. Man hat ein Dreirad wird auch als Schlaglochfinder genannt, weil irgendein Rad trifft immer ein Schlagloch. Ja, man hat du weichst vorne mit den beiden auf und bist mit denen im Schlagloch drin. Du hast drei Spuren. Ne? Du hast da eine Spur, da eine Spur, da eine Spur. Und hier hast du nur zwei Spuren, die gehen sogar durch. Also die Anhänger und Fahrrad hat ungefähr die gleiche Spur. Das heißt, wenn ein Schlagloch in der Mitte kommt, fahre ich einfach drüber. Stört mich nicht. Oder bei so Wegen, so, wo Grasnarbe in der Mitte ist, fahre ich mit einem Rad auf der rechten Seite, mit einem auf der linken Seite. Und du hast mehr Gepäckmöglichkeit, stimmt's? Ja, das ist jetzt noch so eine Pritsche. Ne? Da kann man noch beliebig raufladen. Hier hat man auch, wenn du noch mal kurz reinschauen willst, das sieht natürlich sehr dreckig jetzt aus. Na gut, bei 3500 Kilometern darf das auch mal ein bisschen schmutzig aussehen. Das ist eigentlich die Serviceklappe, damit man hier auch rankommt. Und hier sieht man schon, also die grünen Dinger, da ist nur Werkzeug, da sind Ersatzteile und so Werkzeug drin. Ja, und hier sieht man halt die Blattfehler, das Fehlerelement. Hier ist das Differential drin. Ja. Jeweils Halbachsen und hier hinten ist noch ein Luftdruckdämpfer drin. Und Rückfahrkamera? Ja, die habe ich aber nicht angeschlossen, weil wir irgendwann mal gedacht haben, es wäre vielleicht sinnvoll, wenn man den hinteren besser sieht. Durch die Spiegel, eigentlich sollte das an den Anhänger performen. Ja, das wollte ich gerade sagen, du siehst ja gar nicht viel, du siehst ja gerade einen Anhänger. Ja, das ist klar. Hat nicht so aber wir haben es einfach nicht umgebaut, weil es keinen Sinn hat. Man kann den Bildschirm nicht besonders gut erkennen bei Sonne und dann haben wir's. Und ansonsten sind wir unterwegs per Funk verbunden. Nur, dass man sich absprechen kann. Das haben wir bei der ersten Videoaufnahme gesehen, da hatte ich ja so ein Headset um, stimmt's? Ja. Das ist auch cool. Und was ich noch zum Schluss des Videos noch mal klären möchte, das Gewicht. Ihr habt es gestern gesagt, rund 200 Kilo. Stimmt's? 270. Ah, 270 waren sogar. Alles zusammen, also komplett, was man hier sieht, mit dir und bei dir ist es ähnlich, ne? Ja, ich schätze mal, das ganze Gefährt vielleicht 180, 170, so genau wissen wir es nicht. Also dieses hier wiegt ungefähr, schätze ich, 85 Kilo mit Solar. Der Anhänger mit Solar so um die 60 Kilo. Leer natürlich dann, wenn er jetzt voll ist. Ja, es interessiert aber eigentlich hauptsächlich das Gesamtgewicht, weil damit seid ihr unterwegs. Genau. Bringt ja nichts zu sagen, was er leer wiegt, wenn ihr nicht leer damit fahrt. Richtig. Und ihr seid damit maximal mit einer Akkuladung, mit Solarladung und so wie weit gekommen? Das heißt, 770 Kilometer. Das ist nicht die Akku. Wir wären noch mal weitergekommen. Man fährt dann über mehrere Tage, man braucht dann halt bloß nicht an die Steckdose. Ja, das ist alles mit Solar geladen. Genau. 770 Kilometer. Und wenn jetzt komplett die Sonne scheinen würde, kommt man noch weiter, ne? Aber das hat man leider nicht. Und ihr kommt Berge bis 15%. Ja, 20 auch. 20 kriegen wir auch noch hin wahrscheinlich. Ja, nicht wahrscheinlich, wir sind 20% gefahren. Ja, zumindest vom Schild her, ja. Auf einer Straße, ja. Heftig, ja, heftig. Ja, ich denke, das soll es reichen für die ganzen Infos hier.
Oder haben wir was vergessen, was wir gestern gesagt hatten? Ich glaube nicht, ja. Heute sind wir aber 10 Minuten schneller gewesen. Ja. Wir werden nachher noch filmen, und zwar mit der Drohne mache ich das, wenn die beiden Jungs hier losfahren. Die fahren heute noch zum Kai, da wird noch was repariert vorne, bei dir ist sowas kaputt gegangen, ne? Ja. Ja, aber ihr werdet überall empfangen und euch wird überall geholfen, stimmt's? Bis jetzt? Bestens, ja. Immer dann, wenn ein Problem auftritt, kommt irgendwie, ergibt sich zufälligerweise dann die Hilfemöglichkeit relativ kurzfristig, so dass man nicht lange die Reise unterbrechen muss. Im Prinzip braucht man sich nur auf den Marktplatz stellen und warten, bis viele Leute kommen, und dann fragt man alle. Okay, stimmt. So irgendeinen gibt es immer, der. Wenn wir da irgendwo stehen, dann ist immer gleich eine Traube. Ja, ich finde das bemerkenswert. Ich finde das wirklich krass, was ihr so macht, wie ihr euer Leben gestaltet, und das ist ja ein Lebensabschnitt. Ja, also es hat mich sehr gefreut, euch kennenzulernen. Ja, uns auch. Ja. Und ich wünsche euch auf jeden Fall eine sehr gute Weiterreise. Und die beiden Jungs sind beim Fahrradwohnwagentreffen angemeldet. Ja. Also wer sie... Wir hoffen, dass wir das noch hinkriegen. Ihr kriegt das hin, ihr müsst vorbeikommen am 11. September. Ich mache da nochmal ein Update-Video dazu. Ja. Kommen die auch da? Also ihr macht die Tour, glaube ich, mit von hier aus bis hin, oder? Na, das wisst ihr noch nicht, glaube ich. Wir fahren das schon. Ja. Wir müssen ja erstmal zu dir hinfahren. Also, da haben wir ja schon eine Tour von 500 Kilometern. Ja, das erkläre ich dann in dem Update-Video nochmal genauer. Also auf jeden Fall werdet ihr am 11. September werdet ihr vor Ort sein. Und dann könnt ihr das gespannt selbst mal begutachten. Und ja, sind beide sehr nett und gesprächig. Kann man Löcher und Baufragen. Gut, dann wünsche ich euch alles Gute. Ja, und in diesem Sinne sage ich mal ciao, bis zum nächsten Mal. Euer Jörg, ja, Andreas und Jörg. Noch ein Jörg.